So, da seid ihr ja wieder. Das finde ich sehr schön. Es zeigt mir, dass ihr noch nicht genug von der Heidebahn habt und es euch nach weiteren Informationen und Bildern gelüstet. Ich hatte ja einen Zweiteiler angekündigt, muss jedoch gestehen, dass mir mittlerweile dermaßen viele ältere Aufnahmen zugespielt wurden, dass das Material für eine Trilogie reicht und wir uns heute lediglich zwischen Soltau und Bennemühlen sowie auf den abzweigenden Strecken umschauen. Der Rest bis Hannover folgt dann separat. Ich starte mit ein paar fotografischen Nachträgen zum Nordabschnitt, die die Infrastruktur im Jahre 1989 zeigen. Den Haltepunkt Holm-Seppensen mit leerstehendem Empfangsgebäude, aufgenommen vom ehemaligen Zwischenbahnsteig. Den mittlerweile abgetragenen Bahnsteig südlich des Blinklicht-BÜ in Büsenbachtal. Wintermoor mit stillgelegtem Kreuzungsgleis und dem noch ursprünglichen Bahnhofsgebäude. Barl in voller Schönheit mit Bahnsteig rechts und Verladebahnhof links. Den unscheinbaren Haltepunkt Hemsen mit luxuriöser Wartebude. Und schließlich die Bahnsteigkante des bereits aufgegebenen HP Gröbs. Die Aufnahmen entstammen dem Fundus von Christoph Karl Arndt, dem ich an dieser Stelle ebenso für seine Unterstützung danke, wie den Heidebahn-Urgesteinen Stefan Drewke und Jürgen Rosenwinkel. Ohne ihre Hilfe könnte ich fast nur aktuelle Bilder der Betriebsstellen zeigen. Nun aber hinein ins Geschehen. Den Bahnhof Soltau hatte ich euch ja schon präsentiert. Ihr müsst allerdings unbedingt noch einen kurzen Blick ins Bahnbetriebswerk werfen. Dieses entstand 1901 mit Eröffnung der Buchholzer Strecke und verfügte über einen fünfständigen Lokschuppen sowie ein zweistöckiges Verwaltungsgebäude, das 1955 erweitert wurde. Das BW Soltau verlor seine Selbstständigkeit 1969 und verkümmerte zur Außenstelle des BW Uelzen. 1982 schließlich zu einem Stützpunkt des BW Hannover 1, wobei sich die unterschiedlichen Quellen teilweise widersprechen. Fakt ist, dass nach längerem Leerstand die Heidewerkstätten Minerva in die Heiligen Hallen eingezogen sind und in bahnbetrieblicher Hinsicht nur die Dieseltankstelle an den früheren BW-Standort erinnert. Das soll es dann aber auch aus Soltau gewesen sein, von wo wir uns mit diesem Blick aus dem Fahrdienstleiter-Stellwerk verabschieden. Unser Zug verlässt den Bahnhof parallel zur Amerika-Linie gen Westen und schwenkt hinter dem Wärterstellwerk SW südwärts ab. Die Strecke Soltau-Weißrode ging 1896 in Betrieb. 5 Jahre früher als der euch nun bestens bekannte Abschnitt Buchholz-Soltau, jedoch auch 6 Jahre nach Hannover-Weißrode. Die Ur-Heidebahn zielte von Weißrode nicht auf Soltau, sondern auf Visselhövede und weiter über Rothenburg nach Bremervörde. Behaltet das im Hinterkopf, ich komme drauf zurück. Zunächst einmal sei der in den 70er Jahren aufgehobene Haltepunkt Mittelstendorf erwähnt, der in Kilometer 83,1 neben dem Bahnübergang lag und an den rein gar nichts mehr erinnert. Auch vom Bahnhof Jettebruch ist nichts übrig geblieben, wenngleich er bis 1987 existierte. Nach dem Rückbau der Signalanlagen blieb das Empfangsgebäude einige Zeit mit einem Schrankenwärter besetzt und der Ortsname erschien noch fast 30 Jahre lang als Anschlussstelle in den Unterlagen der Deutschen Bahn. Inzwischen ist in Jettebruch alles dem Erdboden gleichgemacht. Erste Kreuzungsmöglichkeit unseres heutigen Ausflugs ist Dorfmark. Als letzter Teil der Heidebahn wurde Soltau-Weißrode 2016 für Tempo 120 fit gemacht und zur Hauptbahn erhoben, was, anders als auf dem Nordabschnitt, mit einer Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik einherging. Das im mittlerweile abgerissenen Empfangsgebäude untergebrachte mechanische Stellwerk erfuhr Ersatz durch ein von Weißrode ferngesteuertes elektronisches. Dabei war offensichtlich Sparen angesagt, denn das Überholungsgleis erhielt bloß ein Ausfahrsignal nach Norden und ist somit einzig in dieser Fahrtrichtung nutzbar. Wer hin und wieder sowohl auf der Heidebahn als auch der A7 unterwegs ist, sollte feststellen, dass mehrere Orte sowohl einen Bahnhof als auch eine Autobahnanschlussstelle aufweisen.
Die beiden Verkehrswege gehen allerdings nur rund um Dorfmark, so sehr auf Tuchfühlung miteinander, dass man vom Zug aus die Betonpiste und vom Auto aus den Schienenstrang entdecken kann. Wir erreichen Bad Fallingbostel, dessen Bahnhof ebenfalls aus Walsrode gesteuert wird und auch nach dem Ausbau mit umfangreichen Anlagen besticht. Dem Personenverkehr dienen die Bahnsteiggleise 1 und 2, für den nicht mehr existenten Militärverkehr werden weitere Gleise vorgehalten. Unter anderem eine Übergabegruppe zum früheren Anschluss der britischen Streitkräfte, bei dessen Bedienung in der Vor-ESTW-Zeit das Wärterstellwerk FW besetzt wurde. Die Empfangsgebäude entlang der Heidebahn sind zumindest von Holmseppensen bis hierher recht einfach gehalten. Auf dem älteren Abschnitt südlich von Walsrode sieht das anders aus. Wir verweilen noch kurz im Fallingbostler Dunstkreis und gucken uns den Militärbahnhof im Nachbarort Oerpke an, der über ein mehrere hundert Meter langes Gleis mit dem DB-Netz verbunden ist. Zwar rosten die Schienen vor sich hin, gelegentlich scheint aber der Rasenmähermann vorbeizuschauen, sodass die brachliegenden Anlagen einen recht gepflegten Eindruck verbreiten. Wir setzen unsere Reise nach Süden fort und passieren bei Kilometer 65,4 den ehemaligen Bahnhof Hohnerdingen, von dem sich keine Spuren mehr finden. Ab 1938 bestand hier Anschluss zum in Bomlitz ansässigen Chemie- und Rüstungsunternehmen Eibia, das als Deutschlands größter Produzent von Schießpulver eine gewisse Rolle im Zweiten Weltkrieg spielte. Der Blinklicht-BÜ am Ex-Bahnhof wurde beim Streckenausbau modernisiert und präsentiert sich heute mit Lichtzeichen und Halbschranken. Eine der wenigen verbliebenen gekurbelten Schranken der Heidebahn erwartet uns in der Einfahrt Walsrode, einem Nebenbahnknoten vergangener Tage. Wie erwähnt, steuert der Fahrdienstleiter auf WNF die elektronischen Stellwerke in Dorfmark, Fallingbostel und darüber hinaus Hodenhagen fern. Für seinen eigenen Bahnhof muss es weiterhin die Mechanik richten, weshalb er Unterstützung durch einen Weichenwärter auf dem Stellwerk WS erfährt. Das Empfangsgebäude macht nicht den besten Eindruck. Die Personenverkehrsanlagen hingegen wirken durchaus aufgeräumt. Etwas kurios zeigt sich der modernisierte, höhengleich zugängliche und nur bei außerplanmäßigen Zugkreuzungen genutzte Mittelbahnsteig. Er wurde zum Gleis 2 hin abgezäunt, nachdem Gleis 1 dem verbreiterten Hausbahnsteig weichen musste. Dass die Heidebahn ursprünglich nicht von Walsrode in Richtung Soltau, sondern über Kordingen und Jarlingen nach Visselhövede lief, hatte ich bereits erwähnt. Der rund 10 Kilometer lange Abschnitt Kordingen-Visselhövede verlor den Personenverkehr 1980 und den Güterverkehr 1984, was 1986 den Besuch des Abbauzuges zur Folge hatte. In Kordingen schließt seit 1915 die bis 1979 elektrisch betriebene Werkbahn des Bomlitzer Chemieunternehmens Wolf an. Bis 1991 gab es zwischen Walsrode und Bomlitz sogar noch ein Schülerzugpaar. Seitdem rollen hier ausschließlich Güterzüge. Die ehemalige DB-Infrastruktur Walsrode-Kordingen ist seit 1997 Privatanschlussgleis. Montags bis freitags startet die Havelländische Eisenbahn frühmorgens von Hannover nach Walsrode, zuckelt als Rangierfahrt nach Bomlitz und vertreibt sich dort den Vormittag. Nach der Rückkunft in Walsrode und Lokumlauf geht's weiter gen Soltau, von wo aus bedarfsweise Visselhövede bedient wird. Dies ist der einzige planmäßige Güterzug in und um Walsrode. Von Soltau nimmt die Fuhre den Weg über das Sinon-Netz zurück in die Landeshauptstadt. Und am nächsten Tag beginnt das Spiel von vorn. Das muss nicht bis in alle Ewigkeit gelten, ist aber der Stand im Sommer 2023. Eine weitere von Walsrode ausgehende Strecke war die 1911 von der Verden-Walsrode Eisenbahn eröffnete und zeitlebens privat betriebene Nebenbahn nach Verden. Bereits 1936 erfolgte die Stilllegung des Mittelteils zwischen Stemmen und Böhme. Auf den verbleibenden Stümpfen überlebte der Personenverkehr bis in die 60er Jahre. Heute ist der Abschnitt Walsrode-Böhme stillgelegt, von der Böhme-Talbahn übernommen und zwischen Vorwalsrode und Altenbeutzen auf 600 mm umgespurt. Das bietet die Möglichkeit zu einem schönen Schienenbummel im historischen Kleinbahnzug. Allerdings sei die Frage gestattet, warum selbst eine Strecke, die noch nach der Jahrtausendwende Güterverkehr aufwies,
nicht vor der Stilllegung gefeit ist. Von der Pferdener Strecke zweigte hinter Vorwalsrode der Anschluss zum Munitionsdepot Betenbrück ab, in dessen Verlauf sich unter anderem diese Brücke über das Flüsschen Böhme findet. Das verwundert ein wenig, denn die Heidebahn, der wir uns jetzt wieder zuwenden, verläuft südlich von Weißrode direkt am Bundeswehrgelände vorbei. Warum dessen Anbindung dermaßen aufwendig und strategisch ungünstig gestaltet wurde, man weiß es nicht. In unmittelbarer Nähe zur Munitionsanstalt lag die Station Duishorn, 3 Kilometer abseits des zugehörigen Dorfes. Der Kreuzungsbahnhof samt mechanischem Stellwerk verschwand 1987. Die Betriebsstelle fungierte bis 2006 als Ausweichanschlussstelle zwecks Bedienung der Gasumfüllstation, bevor 2011 der Rückbau erfolgte. Die abgeknipsten Nebengleise sind bis heute vorhanden, jedoch weitgehend überwuchert. Auch das privat genutzte Empfangsgebäude versteckt sich hinter üppigem Grün. Weiter geht's nach Hodenhagen, vor allem bekannt durch den Serengeti-Park. Der Ort mit dem insbesondere Jungpubertanten zum Lachen bringenden Namen bietet eine kleine bahntechnische Sensation, denn er erhielt 1992 einen Gleisanschluss zum Gewerbegebiet. Und als wäre das nicht sensationell genug, wird dieser Gleisanschluss sogar noch, beziehungsweise nach zwischenzeitlicher Einstellung, wieder befahren. Ein Pkw-Verteilzentrum erhält gelegentlich komplette Autozüge, die Hodenhagen von Süden erreichen und zur Entladung auf das Firmengelände geschoben werden. Weil die Nutzgleislängen des Bahnhofs nur etwa 300 Meter betragen, werden die Züge in Hannover-Hainholz halbiert und in 2 Teilen nach Hodenhagen verbracht. Abgesehen davon gestaltet sich die Station unspektakulär. Für den Personenverkehr gibt es 2 Außenbahnsteige, immer zur halben Stunde kreuzen die Regionalbahnen. 4 Kilometer südlich kann man einen Blick auf das Empfangsgebäude von Eikelo erhaschen. 1987 wurde der Bahnhof in einen Haltepunkt umgewandelt. Auch hier war das Stellwerk noch eine Weile zur Bedienung diverser BÜs als Schrankenposten besetzt. Beim Streckenausbau verschwand der Reisezug halt Eikelo 2010 aus dem Kursbuch. Die ambitionierten Fahrzeiten wären sonst nicht zu halten gewesen. Dasselbe Schicksal widerfuhr zum gleichen Zeitpunkt dem Haltepunkt Hademsdorf. Während hier im Sommer 1995 die Regionalbahn nach Bad Harzburg verschnauft, donnern jetzt sämtliche Reisezüge mit 120 Sachen an dem Örtchen vorbei. Um 800 Meter weiter südlich die Aller zu überqueren und anschließend geradewegs auf den nächsten Ex-Eisenbahnknoten zuzuhalten. Schwarmstedt, ab 1903 Kreuzungspunkt der Heide mit der Allertalbahn Celle-Warnebergen, was auch die noch immer zu erahnende frühere Ausbreitung des Bahnhofs erklärt, der bis 2009 sogar eine Fußgängerbrücke zum Mittelbahnsteig aufwies. Heute müssen 3 Gleise für den Betrieb genügen. Herrscher über das Geschehen ist der Fahrdienstleiter im elektromechanischen Stellwerk SF am BÜ Zeller Straße. Dieses ging erst 2001 in den Räumlichkeiten des vormaligen mechanischen Wärterstellwerks SN in Betrieb, wobei die Formsignale altbrauchbaren Lichtsignalen wichen. Das Fahrdienstleiterstellwerk SSF im Südkopf steht seitdem leer. Während die Allertalbahn ihren Personenverkehr 1966 einbüßte und östlich von Schwarmstedt 1974 stillgelegt wurde, waren auf weiter westlich gelegenen Teilabschnitten bis in die 90er Jahre Güterzüge zu beobachten. Quasi mit dem Ableben der Deutschen Bundesbahn endete 1993 der Betrieb auf dem Reststück von Schwarmstedt nach Gilten, wo die BEB Erdgas und Erdöl GmbH und Co. KG eine Verladestation für Rohöl unterhielt, das in Ganzzügen abgefahren wurde. Für den Wagenverschub im Werk war in Gilten eine Kleinlok stationiert, die nach der Einstellung entbehrlich und 1994 auf der Straße abtransportiert wurde. Inzwischen ist nicht nur das Löckchen Geschichte, sondern auch die Allertalbahn auf voller Länge abgebaut. Abgebaut sind auch sämtliche Gleisanlagen in Hope. Dafür ist das privat genutzte Bahnhofsgebäude in umso besserem Zustand. Wie auf allen Stationen seit Duishorn, mit Ausnahme von Schwarmstedt, fand sich hier die weitgehend baugleiche Kombination aus Empfangsgebäude und einem im Vorbau untergebrachten mechanischen Stellwerk.
Letzteres ging 1995 außer Betrieb, war jedoch zuvor schon die meiste Zeit durchgeschaltet. Die letzten Reisezüge hielten im Frühjahr 2000. Zumindest als Haltepunkt lebt der Bahnhof Lindwedel weiter. Er war 1944 Schauplatz eines Luftangriffs auf einen Munitionszug, was verheerende Explosionen zur Folge hatte und aufgrund eines kreuzenden Personenzuges 400 Tote forderte. Hieraus erklärt sich der von der Heidebahn-Norm abweichende Baustil des Empfangsgebäudes, dessen Vorgänger seinerzeit zerstört wurde und das bis 1987 ein Stellwerk beherbergte. Es wird deutlich, insbesondere südlich von Weißrode wurde die Infrastruktur seit den späten 80er Jahren ordentlich durchrationalisiert. Die verbliebenen Bahnhöfe erlauben zwar die Durchführung des Regelverkehrs und zusätzlicher Fahrten wie der Hodenhagener Autotransporte, eine saubere Kreuzungsverlegung ohne nennenswerte Zusatzverspätungen der betroffenen Züge ist jedoch kaum möglich. Dann haben wir plötzlich eine Oberleitung über dem Dach und damit das Ziel der heutigen Reise erreicht. Wir sind in Bennemühlen, dem nördlichen Endpunkt des Hannoveraner S-Bahn-Netzes. Weil ich euch schon wieder mit jeder Menge Informationen abgefüllt habe und die Heidebahn spätestens jetzt ihren teilweise noch vorhandenen Nebenbahncharakter endgültig verliert, mache ich an dieser Stelle einen Schnitt und vertröste euch auf Teil 3. Danke fürs Mitfahren und bis die Tage. Thank you.